Wo man sich gegenseitig messen kann mit jemandem und gegenseitig nicht bekämpfen, sondern eben so eine Showkampf machen. Und genau das Gleiche machen wir heute hier bei dieser Woche nach Hause. Ich wollte nur nett sein und habe dir nach deinem langen Aufenthalt in deiner Austausch-Zaubererschule in Kanada deine ganzen neuen Zaubererumhänge gewaschen und gebügelt und wollte sie wie immer in deinen Schrank legen. Ja, die Nummer 4 ist von? Ja, das ist richtig. Xenophilius Love. Ravenclaw wusste das, Gryffindor leider nicht. Wie so etwas normalerweise abläuft. Expelliarmus! Danke, Pferd, ruhig! Ui. So, das ist eine sehr konkrete. Dankeschön. Ehrenmitglied in der Liga zur Verteidigung und dunkle Künste und maliger Gewinner des charmantesten Lächelpreises der Hexenwoche, aber das ist nicht der Rede wert. Die Todesfee von Orten habe ich schließlich nicht mit meinem Lächeln bezogen. Nun, wie ich sehe, habt ihr alle die komplette Ausgabe meiner Werke erworben. Gut so, sind momentan relativ harmlos. Tragödie, meine Frau. Verstanden? Ganz vorsichtig.
Blick. Stirb! Das geht's doch nicht. Hauspokal mit 176 Punkten, also ganz schön hoch nochmal geschossen. Das sind gute 20 mehr für das Haus, das die Farbe rot hat, das Symbol des Löwen hat, ist Gryffindor. Alles klar. Regen. Und wir haben das Turnier durchgezogen. Verdammt harter Sport. Und ich mache es jetzt ganz kurz. Die Mannschaft, die jetzt knapp den Hauspokal nicht bekommen hat, die hat aber dafür geschafft, den Filzpokal. Und das ist Hufflepuff.